Was denkt ihr, Freunde? Wie wird die Story enden? Ich weiß es nicht, aber willkommen zurück zum vermutlich letzten Part von Let's Play Unravel. Das letzte Blatt, das letzte Level dieses Spiels. Zumindest laut meinem Wissensstand. Ich bin mir natürlich nicht sicher, was noch kommt, aber... Das ist ein Friedhof! Haben sie jetzt wirklich den Mann begraben? Oha, scheiße. Also ich denke, ein fröhliches Level haben wir hier nicht zu erwarten. Ach du Scheiße. Gut sieht das nicht aus. Jani. Oh, das ist keine schöne Umgebung, in der man sich gerne aufhält. Auch wenn dieses Level länger dauern sollte, möchte ich hier nicht mehr cutten. Kann sein, dass dieser Part möglicherweise überlängt. Ist der Faden gerade abgerissen? Ist gerade der Faden abgerissen? Nee, ich bin... Ach so, ich bin... Ah, ich bin gestorben. Ah. Okay. Kann ich das greifen? Oder schieben? Nein, ich kann das nicht schieben. Doch, ich kann es mitnehmen. Okay. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Nein! Nein! Aber wir sind, glaube ich, nicht gestorben. Oh Mann. Das Ganze hier ist richtig... Was zur Hölle? Ich glaube, wir haben hier gerade einen Bug, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Oh nein! Jetzt bin ich wieder... Oh, okay. Also, hier drehen sie nochmal richtig auf. Okay, dann probieren wir das Ganze nochmal. Ah. So. Das Ganze hier mitnehmen. Jetzt schnell dahinter. Oder... Nein! Ich bin mir gerade nicht... Oder, okay, eine Idee habe ich noch. Möglicherweise muss ich mich einfach immer hieran festhalten. An dieser Lampe. Möglicherweise werde ich da nicht weggeweht. Wenn jetzt ein starker Schneesturm kommt, dann werde ich nicht loslassen. Na, da, oh mein Gott. Oh, wie er, oh mein Gott, das ist, oh, ich leide mit ihm. Man sieht kaum noch was von seiner roten Farbe. Und hier ist ein Grabstein. Die Familie steht... am Grabstein mit dem Priester. Ich denke, der Vater der Familie ist wirklich gestorben. Anscheinend hat er sich irgendwie überarbeitet. Irgendetwas hat ihn niedergerungen. Und ich nehme diese Lampe immer weiter mit. Hier haben wir einen Checkpoint. Sehr schön. Oh Gott. Geht's hier noch für mich weiter? Ich weiß es nicht. Nein, hier geht's nicht mehr weiter. Kann ich das hier mitnehmen? Nein, auch nicht. Aber ich werde mich hier mal festhalten, weil ich jetzt sowieso die Lampe wieder brauche. Diese Lampe scheint mich anscheinend durch das gesamte Level zu begleiten. Das finde ich irgendwie total toll, wie sich Jani hier noch hilft, um irgendwie voranzukommen. Oh. Irgendwie muss ich mich wieder festhalten. Ah, Hilfe. Das ist ein, wenn ihr mich fragt, super Setting für ein letztes Level. Aber auch umso trauriger. Ich werde kurz warten, bis der nächste Sturm kommt. Und nicht wundern, wenn ich ab und zu trinke. Ich weiß, dass in letzter Zeit die trockene Luft meinen Hals ein bisschen kaputt macht. Aber ich habe mir extra einen Tee gemacht. Ach du Scheiße. No, 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 no. No, no. Nicht. Ohne meine Lampe. Meine Lampe ist meine Lebensversicherung. Neuen Garn holen und dann weiter. Ich weiß, dass in letzter Zeit meine Stimme ein bisschen bei der trockenen Luft versagt. Deswegen habe ich mir einen Tee gemacht. Wir werden wieder ein bisschen zurückgeweht, aber wir kommen durch. Ich bin ja wirklich gespannt, was hier jetzt passiert. Auf was wir uns hier gefasst machen müssen.
Ah, ich ahne, wie das endet. Ich muss mich hier immer festhalten, weil mich ansonsten... Oh, ich hab... Moment mal. Ich hab das Ganze doch festgemacht. Okay, jetzt habe ich's festgemacht. Oh, nein. Oh Gott. Ich... Nein, 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 nein. Jani, Jani. Und die Musik könnte trauriger nicht sein. Die Musik könnte trauriger nicht sein. Schnell hoch. Okay, Moment, wir müssen uns... Es war blöd, dass ich mich da oben festgeknotet habe. Wir müssen es jetzt immer an kleinen Passagen festmachen. So. Hier festhalten. Jetzt sollten wir eigentlich nicht davon geweht werden können. Auf jeden Fall nicht so weit. Ja, okay, jetzt funktioniert das Ganze. Aber ich glaube, Jani leidet richtig. Ich glaube, das ist keine schöne Sache für ihn. So, hier den Knoten müssen wir lösen, um ihn dann wieder zu machen. Jetzt sollten wir wieder safe sein. Okay. Den hier lösen. Und weiter, 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 weiter. Oh mein Gott. Irgendwas beachte ich nicht. Irgendetwas mache ich falsch. Werde den Knoten hier an der Lampe nochmal lösen und ihn wieder hinmachen. Weil ich glaube, dass ich dadurch ein bisschen Garn gewinnen kann. Irgendwas beachte ich nicht. Irgendeine Sache. Oh, oh. Wo ist mein Fehler? Irgendwo habe ich noch zu viel Garn liegen lassen. Da oben irgendwo. Aber ohne meine Lampe brauche ich nicht gehen. Ohne meine Lampe brauche ich nicht gehen. Oh Mann, den Fehler, den bereue ich richtig. Den Fehler bereue ich richtig. Schnell, schnell, schnell. Ich muss da oben den Knoten lösen. Bevor ich hier noch weiter davon getragen werde. Jetzt schnell den Knoten lösen. Und wieder festhalten. Okay, jetzt sollten wir bereit sein, den Berg zu erklimmen. So, ich bin nur noch mit der Lampe verbunden. So gehört sich's auch. Und jetzt gehen wir hier ganz langsam vor. So, hier einen Knoten machen. Und warten. Warum? Was mache ich falsch? Das mit dem Knoten funktioniert noch nicht so ganz. Jetzt werden wir wieder komplett zurückgeschleudert. Nein! Nein, werden wir nicht. Ich muss mich festhalten. Glaube ich. Ich muss mich festhalten. Ich nehme meine... Ah! Ich komme nicht weiter. Der ist nochmal irgendwo festgeknotet. Der ist... Ach, die Lampe ist hier festgeknotet. Da ist... Irgendwo habe ich einen Fehler in meiner Logik drin. Und den muss ich finden. Okay. Nein. Jetzt habe ich mich festgeknotet. Das darf doch nicht wahr sein. Aber jetzt habe ich doch die Lampe festgeknotet, oder? Nein, an der Lampe ist gar kein Knoten dran. Leute, das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Das macht mich absolut fertig. Also, den Knoten weg. Ein Knoten an die Lampe. So, die Lampe ist jetzt verknotet. Die Lampe hängt jetzt momentan an mir, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie an mir hängt. Wenn ich jetzt hier einen Knoten mache, sollte sie doch nicht weggeweht werden, oder? Nein, wird sie nicht. Sehr gut. Dann lösen wir diesen Knoten jetzt wieder. Ziehen die Lampe hoch. Und machen sie hier fest. Ha, passt das Ganze jetzt? Das sieht schon besser aus, aber... Oh, Jani leidet. Die Musik, Leute. Die Musik ist... So sad, aber ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht weiter. Irgendwo hängt die Lampe noch fest. Warum hängt die Lampe fest? Da oben geht's, glaube ich, weiter. Oh Mann, es fehlt nicht mehr viel. Oh Mann, ich komme...
gerade wirklich nicht drauf klar. Das tut mir mega leid, Leute. Aber ich bin einfach nur maximal verwirrt. Ich werde mich mal hier festhalten. Dann meine Lampe holen. Mich dann hier oben festhalten, ne? Aber da oben sehe ich auch irgendwie Licht. Möglicherweise geht es hier für mich auch ohne die Lampe weiter. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, es muss mit der Lampe gehen. Jetzt bin ich wieder zurück am Spawn. Ich kapier's nicht, Leute. Ich kapier's nicht. Hier halte ich mich fest. So, sehr gut. Den Knoten lösen. Lampe holen. Ich wollte die Lampe holen. Nein, es ist zum Heulen. Ich nehme die Lampe, mach hier einen Knoten, mach da einen Knoten. Jetzt sollte sie doch fest sein, oder? So. Ja? Okay, Logik richtig. Wir lösen die Knoten wieder. Nein, jetzt habe ich ihn wieder hingemacht. Oh, da, okay. Jetzt habe ich es wieder verkackt. Jetzt habe ich es wieder verkackt. Den Knoten lösen. Den Knoten... Nein, nicht den Knoten da wieder hinmachen. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, diese Knotenlogik. Macht mich fertig. Diese Knotenlogik macht mich absolut fertig. Welches Seil hängt jetzt an welchem Knoten und wann ist die Lampe safe? Ey, verrückt. Schnell hoch. Da festmachen. Und da festmachen. Okay. Warum hänge ich nicht oben? Ich habe doch einen Knoten gemacht. Jetzt hier einen Knoten machen. An der Lampe. Jetzt sollte sie doch safe sein, oder? Okay. Ich glaube, jetzt habe ich's. Den Knoten lösen. Den Knoten lösen. Weiter nach oben. Da einen Knoten machen. Und jetzt sind wir wieder ganz unten. Aber da ich jetzt schon mal ganz oben war, kann ich jetzt, glaube ich, immer einen Knoten an die Lampe machen. Und die sollte dann nicht weiter runtergetrieben werden. Nein. Jetzt kommen wir gleich oben an, Freunde. Den Knoten wieder lösen. Weiter nach oben ziehen. Knoten an die Lampe machen. Und wieder abwarten. Sehr gut. Nun geht es weiter. Nun geht es weiter, Freunde. Wir nochmal festmachen. Gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. Jetzt sind wir über den Berg. Jetzt sind wir über den Berg. Jetzt sollte die Lampe auch wieder safe sein, denke ich. Oder ist sie das? Ist sie das? Ich glaube nicht. Ich glaube noch nicht. Oder. Nein. Okay, den Knoten lösen. Den Knoten auch lösen. Die Lampe nehmen. In den Schnee schieben. Okay, jetzt sind wir... Jetzt geht's wieder weiter, Freunde. Genau, hier wird sie nicht verschoben. Im Schnee steht sie sicher und fest. Das Tor wird aufgemacht. Nein. Lampe. Du bleibst da. Verlassen wir jetzt den Friedhof wieder? Ich glaube schon. Eine neue Erinnerung. Die Familie geht nach Hause. Die Familie geht nach Hause. Die Beerdigung scheint vorbei zu sein. Kein angenehmer Ort für Jani. So, wir bleiben natürlich hier dran. Kriegen hier unten einen Checkpoint. Super. Nun laufen wir über das Eis. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Nein, nein. Okay. Oh, Jani friert richtig. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir leben aber noch.
Wieder aufpassen. Ich stelle mich extra vorne hin. Da gehe ich hoch. Da gehe ich hoch. Da habe ich zu viel Angst, dass mir da unten was passiert. Und wieder ein Checkpoint. Ich glaube, wir begleiten nun die Familie nach Hause. Da ist was. Okay. Nein, nein, nein. Oh, die Eisschollen. Kletter halt drauf. Ja, oh nein. Das letzte Level ist voll mit negativen Emotionen. Unfassbar. Ich leide einfach nur voll mit ihm. Sehr gut. Oh, das Eiswasser muss so arschkalt. Nein, nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Oh, er friert. Er hält sich die Hand vors Gesicht. Er schafft es nicht mehr. Und die Musik wird immer emotionaler. Gebt ihm doch ein warmes Plätzchen. Nein, nicht. Nicht aufhören. Bleib bei Kräften, Jani. Bitte. Nicht aufgeben. Oh, wir werden wieder zurückgetrieben. Gib nicht auf. Wir glauben an dich. Alle. Schnell. Oh, ich hab so Gänsehaut. Ich hab so Gänsehaut, das glaubt ihr nicht. Die Musik ist unfassbar schön. Nein, nein. Nicht stolpern. Du musst auf... oben bleiben, Jani. Oben bleiben. Ich glaube, wir sind... Sind wir da? Da steht ein Rucksack. Und da ist das letzte... Nein! Das letzte... Er hat es! Nein! Es geht noch weiter. Aber wir haben das letzte halbe Herz. Wir wurden gerettet. Die Erinnerung war vorbei, die Hoffnung schien erloschen zu sein. Doch Jani wurde gerettet und neu zusammengeflickt. Wenn ich das so nennen kann. Und ich glaube, ich muss den Rucksack mitnehmen, oder? Interpretiere ich das richtig? Oder, Moment mal. Schaut mal, unser Garn kommt aus dem Rucksack. Nein, 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 Moment. Dann habe ich irgendwas übersehen. Aber wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hier hoch, Freunde? Ich kann mich da festhalten. Unser Garn hängt an dem Rucksack und alles ist so schön. Wir werden nun von den Erinnerungen getragen. Wow. Sehr, sehr schön. Und wir bringen das letzte Herz zurück. Oh, das ist total schön irgendwie. Aber die Geräusche kennen wir von den Erinnerungen. Also, ich denke, Jani wird nun von den Erinnerungen getragen. Wenn ich das richtig interpretiere. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Das ist total toll. Das ist total toll. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir gerade, ja, diese Beerdigung gespielt haben. Und wir hören, glaube ich, wieder die Musik aus dem ersten Level. Kann das sein? Auf geht's, Jani. Wir schaffen's zum Buch. Wir schaffen's nach Hause. Aber von wem wurde Jani gerettet? Und es werden immer mehr Erinnerungen. Von wem wurden wir gerettet? Ich denke, es war die Frau. Da ist nochmal die Elster, der wir geholfen haben. Unser Freund. Und wir sind, glaube ich, jetzt
angekommen. Oh mein Gott, das ist so emotional, das glaubt man gar nicht. Ohne Spaß, ich habe das gesamte Finale über Gänsehaut und ich habe gerade Gänsehaut im ganzen Körper. Liebe verbindet wie ein Garnfaden. Hey, genau wie Garn können diese Verbindungen zerbrechlich sein oder durcheinander geraten. Wenn man sie jedoch behält und sich um sie kümmert, können sie jede Distanz überwinden. Danke, dass du Unravel gespielt hast. Und nun kommen die Credits, Freunde. Ich kann selber blättern. Und damit ist Unravel vorbei und ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Das ist das Entwicklerteam, glaube ich. Wie viele Leute sind das denn? 2, 4, 6, 18, 12 Leute haben dieses Spiel gemacht. Hier sehen wir Bilder aus der Entwicklung. Ja, Freunde. Was soll ich denn noch groß sagen? Soundtracks sind unglaublich schön. Unglaublich schön. Jani ist so ein perfekter Charakter. Die Level sind so gut aufgebaut. Es spielt sich so schön. Ich kann nichts Negatives über dieses Spiel sagen. Auch von der Länge her ist es perfekt. Man möchte jetzt kritisieren, dass es nur 14 Parts sind, aber jeder einzelne Part war unglaublich schön. Und ich denke, wenn das Spiel noch viel länger wäre, dann hätte die Qualität drunter gelitten. Und für gerade mal 20 Euro kann man dieses unfassbar schöne Abenteuer erleben. Ich kann nichts Negatives sagen. Ich bin ein absoluter Fan der Serie. Ich würde mir unglaublich gerne weitere Spiele aus dem Hause Coldwood wünschen. Das Spiel ist so gut. Diese Jungs haben es so drauf. Man merkt die Liebe, die sie in das Spiel gesteckt haben. Das ist einfach nur wow. Einfach nur wow. Und ja, die Story. Es ist wirklich, wirklich crazy. Ich weiß nicht genau, was jetzt am Ende das Ding war. Ich denke aber, diese Aussage mit der Liebe ist toll. Ich denke, der Mann ist gestorben, aber Liebe verbindet trotzdem. Ich kann leider die Familienzusammenhänge nicht ganz nachvollziehen. Sind das jetzt Bilder aus... Nein. Ye helped us make, they are... Ah, hier sind noch welche von EA, die ihnen geholfen haben. Aber Leute, hört euch allein jetzt den Soundtrack an. Wie gesagt, jeder kann sich die Story selber zusammenflicken. Auch wenn die Story jetzt nicht schön war. Jedes einzelne Level hat einfach Emotionen. Einfach Emotionen vermittelt und... Es ist... Mir fehlen die Worte. Dieser letzte Part ist so viel besser, als ich ihn mir vorgestellt hätte. So viel besser. Das letzte Level war perfekt. Die Frau ist traurig, dass ihr Mann gestorben ist, aber ein Mann ist nicht tot, wenn er in den Herzen weiterlebt.
Ein Mann ist nur, oder ein Mensch ist nur dann tot, wenn man ihn vergisst. Solange er in den Herzen und Köpfen weiterlebt, ist er nicht tot, weil sich jeder an ihn erinnern kann. Und ich denke, das soll diesen Garn darstellen. Wir haben gerade die Erinnerungen der Frau durchgespielt, die sich an ihren Mann erinnert. Und dieser Garn stellt diese Liebe dar. Sie erinnert sich an ihn, aber dadurch ist er nicht tot. Dieser rote Garn, der sie durchs ganze Leben begleitet hat, der Garn repräsentiert ihn und die Frau erinnert sich einfach daran, wisst ihr, was ich meine? Die Frau hat ihren Mann nicht vergessen und all diese Erinnerungen zusammen mit ihrem Mann hat sie nachempfunden. Und das stellt diesen roten Garn dar. Das ist dieser Garn durch die Liebe, dieser Garn, der sich durch ihr ganzes Leben zieht. Aber der Garn hört nicht auf. Genau das sollte nämlich, jetzt komme ich auch drauf, genau das sollte er am Ende repräsentieren. Garni ist am Ende gestorben oder war kurz tot. Er hat sich komplett aufgelöst, als er dieses letzte Herzteil gesammelt hat. Und weil der Mann auch gestorben ist, wir waren auf dem Friedhof, aber die Frau hat Jani wieder neu zusammengestrickt, gehäkelt. Und dadurch lebt er weiter. Er lebt in den Herzen und Köpfen der Leute weiter. Und deswegen ist auch Jani nicht tot. Ich denke, das ist die Message. Ich denke, das ist die Message. Der Mann war tot und man denkt, dadurch ist auch Jani, die Erinnerung, tot. Aber sie ist nicht tot. Er wurde wieder neu zusammengesetzt, weil der Mann, der gestorben ist, in den Herzen und Köpfen weiterlebt. Und deswegen lebt auch noch Jani. Ich denke, das ist das, was uns dieses Spiel vermitteln soll. Wenn Personen sterben, dann leben sie in den Köpfen und Herzen weiter. Und solange sie in den Köpfen und Herzen weiterleben, sind sie nicht tot. Ihre menschliche Hülle ist verschwunden, aber man erinnert sich an sie. Und an diese Erinnerung sollte man zehren. Wir sind jetzt also am Ende der Reise angelangt. Letztendlich ist ein Spiel zu entwickeln genau das. Eine Reise mit Höhen und Tiefen, Entdeckungen, Lektionen und vielen, vielen Schätzen, die man auf dem Weg findet. Für uns war es eine Reise wie keine andere. Wir haben es geliebt, dieses Spiel zu machen und wir hoffen sehr, dass euch das Spielen Spaß gemacht hat. Von uns allen bei Coldwood, Dankeschön. Und man merkt, dass sie Liebe reingesteckt haben. Und hier sitzt nochmal Jani am Wasser. Und damit ist das Spiel aus. Leute, danke fürs Einschalten. Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr bei diesem epischen Projekt dabei wart. Es ist spontan reingekommen, weil ich von Anfang an begeistert war. Es hat sich total gelohnt. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Diese 20 Euro sind es 10-mal wert. Man hat vielleicht kein langes Spiel, aber ein Spiel voller Liebe. Und das merkt man in jeder Sekunde, die man dieses Spiel spielt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns in irgendeinem neuen Projekt sehen. Euer Hübi. Haut rein.